Und die Bayern betreten die Arena zumindest drinnen. Liebe Zuschauer, schauen Sie mal hier. Arjen Robben, schönen guten Tag. Der Trippelsieger zu Gast in Mönchengladbach. Gleich mit dem Spiel gegen den Hamburger Sportverein. Selbstverständlich auch hier live in Sat.1. Und jetzt geht es erstmal weiter mit der zweiten Halbzeit. Auch hier wieder 30 Minuten. Das ist ja so eine schöne Tradition beim Telekom Cup. 30 Minuten wird da zu Beginn dieser Vorbereitungssaison oder wie auch immer gespielt. Und die beiden hier, die haben richtig Spaß, weil es noch 0-0 steht. Beide gut drauf. Zum einen Jünter und zum anderen Emma. Wer gewinnt? Einmal Hand hoch. Ja, na klar. Egal wer, es möge der Bessere sein. Hansi Küpper führt sich durch diese zweite Halbzeit. Und später gibt es dann die Bayern gegen den HSV. Bis gleich. Sebastian Kehl ist reingekommen bei Borussia Dortmund. Der Routinier, der dem BVB so gut getan hat in den letzten beiden Spielzeiten. Und auch er ist neu im Team. Erik Durm reingekommen auf der rechten Verteidigerposition. Sokratis verteidigt ja heute zentral. Und Kevin Großkreuz, der da gespielt hat, der ist auf seine eigentlich angestammte Position ins offensive Mittelfeld gegangen. Also der Routinier Sebastian Kehl beim BVB gekommen, ebenso wie Erik Durm, den der BVB aus Mainz geholt hat und bei dem der BVB, so hat es Lars Ricken deutlich formuliert, großes Potenzial sieht. Durm, Duksch, Hofmann, auch Bandowski. Gibt ja so einige Namen beim BVB, an die man sich vielleicht gewöhnen muss. So, die Bayern sind angekommen. Arjen Robben schaut sich das an, was die Mannschaft in Schwarz und Gelb auf dem Rasen macht. Die Mannschaft, der er im Champions-League-Finale in fast letzter Minute so wehgetan hat. Mit seinem Siegtreffer für den FC Bayern. Durm. Kehl. Klasse Pass auf Reus. Findet er den Abnehmer in der Mitte? Nee. Also nochmal für alle, die etwas später dazugekommen sind. Die Partien hier beim Telekom Cup 2013 dauern zweimal 30 Minuten. Und wenn dann keine Entscheidung gefallen ist, geht es sofort ins Elfmeterschießen. Borussia Mönchengladbach, das hatte Lucien Favre ähnlich angekündigt. Zunächst mal unverändert. Lucien Favre, ja ein Trainer, der gerne mal so nach 60 Minuten wechselt. Wenn er das heute vorhaben sollte, dann ist schon Schlussphase. Die Partien gehen über 2x30 Minuten. Kehl mit guter Idee. Der versuchte Außenristpass auf Lewandowski, der gestartet war, der auch den Freiraum hatte, der aber den Ball nicht bekommt. Also der neue BVB, den sieht man hier und heute natürlich schon deswegen noch nicht, weil Aubameyang und Mkhitaryan, diese beiden Hochkaräter in der Offensive, nicht zur Verfügung stehen. Götze ist nicht mehr da, Piszczek fehlt von Bittencourt und Leitner und auch Santana, die es nicht geschafft haben, Stammspieler zu werden, hat sich der BVB zumindest zunächst mal getrennt. Bei Bittencourt und Leitner hat die Borussia noch den Daumen drauf. Man kann sie zurückholen, wenn sie sich so entwickeln, wie man sich das eigentlich schon vorher erhofft hat. Younes mit dem Beinschuss gegen Durm. Dann kommt das Foul und dann gibt es den Freistoß. Younes, Rafael. Jürgen Klopp, der Mann, der 2008 zu Borussia Dortmund kam, der eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte schrieb. Deutscher Meister 2011, Deutscher Meister 2012, dann noch der Pokalsieg, die Champions League Finalteilnahme gegen die Bayern im letzten Jahr. Er hat fast alle Spieler deutlich besser gemacht. Fast alle, die unter Klopp in Dortmund gespielt haben,
haben ihren Wert vervielfacht. Und das war ja auch das, was Hans-Joachim Watzke angekündigt hat nach der Beinahe-Pleite. Wir sind ab jetzt ein Ausbildungsverein, der die Spieler günstig holt. Das gilt auch für Kevin Großkreuz. Und der dann das Optimale aus ihnen rausholt. Wenn es ins Duell mit den anderen Großgewichten oder Schwergewichten in Europa geht, dann ist der BVB halt immer noch der abgebende Verein. Siehe Sahin, siehe Kagawa, siehe Götze, siehe auch im nächsten Jahr Lewandowski. Sahin, schwächerer rechter Fuß und immer in der Eckbahn. Sahin und Ruhl Brauers klärt. Sahin. Und die nächste Gelegenheit. Sahin, dritte Flanke. Hummels kommt nicht dran. Mats Hummels bei Standardsituationen natürlich immer wieder und gerne mit vorne. Nuri Sahin mit der Flanke, der Mann, der in Madrid und in Liverpool nicht glücklich geworden ist und von dem man jetzt hofft am Borsigplatz, dass er zurückfindet zu alter Stärke, zu der Stärke, die er innehatte, als er 2011 den BVB als bester Bundesligaspieler verließ. Jetzt Younes, Freiraum für Raphael. Raphael gegen Dom. Radams durchgestartet, der Ball dann allerdings für den Belgier etwas zu steil. Christoph Kramer, ausgeliehen von Bayer Leverkusen, gekommen aus Bochum. Dahin hatte Bayer ihn vorher ausgeliehen. Und eine echte Alternative für die Doppel-6, auf der es richtig eng wird bei Borussia Mönchengladbach. Nordweit und Marx, die beiden, die heute fehlen, haben da in der Vorsaison meistens gespielt. Xhaka will endlich zeigen, was er drauf hat bei seiner Veranlagung. Kramer ist gekommen. Erfüllt im Moment alle Erwartungen. Und dann gibt es halt auch noch den Youngster. Mo Dahoud, einer der Gewinner der Vorbereitung bei Borussia Mönchengladbach. Ein Spieler, von dem Lucien Favre begeistert ist und den er uns ja vielleicht heute noch in dieser zweiten Halbzeit präsentieren wird. Brauers. Großkreuz. Irgendwie wuselt er sich durch. Und dann bringt Lewandowski den Ball nicht an den Mann. Lucien Favre. In der Vorsaison gab es Unstimmigkeiten. Relativ laut formuliert bei Borussia Mönchengladbach. Er hat sich von seinen eigenen Neuzugängen distanziert, hat gesagt, eigentlich sind das nicht meine Leute. Er war nicht glücklich, hat die Europa League nicht so richtig angenommen. Und dann haben sie sich zusammengerauft und ich habe es im ersten Durchgang schon mal angesprochen. Im Moment Lucien Favre so gut gelaunt, so aufgeschlossen wie nie zuvor in seiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach. Es war ja eine Saison lang immer wieder das Thema bei der Borussia. Dante, Neustädter, Reus sind weg. Drei Schlüsselspieler, die eine Achse gebildet haben. Man hat versucht, sie 1:1 zu ersetzen. Durch Dominguez, durch Xhaka und De Jong. Das hat nicht richtig funktioniert. Nichtsdestotrotz, die Borussia als Tabellenachter, als Teilnehmer an der Europa League. Weit, weit besser als in den Jahren davor. Lewandowski mit dem, Sie haben es gesehen, eher unglücklichen Abschluss. Mit links ein Distanzschuss, mit dem man nicht gerade Angst und Schrecken verbreitet.
Sokratis. Dom. Und Kehl. Mit dem Pass auf Großkreuz unerreichbar. Für den Dortmunder Jungen, der auf der Südtribüne groß geworden ist. Rupp. Eine Sportart meldet sich zurück. Dankli Siki, liebe Zuschauer, bei uns auf ran.de ab 25.07. das WTA-Turnier in Stanford. Vormerken, 25.07. ran.de. Damentennis ist wieder da. Also wir hatten einige schöne Szenen im ersten Durchgang. Wir haben ein wunderschönes Ambiente mit vier verschiedenen Fanblöcken und einem fast ausverkauften Stadion. Es wird so langsam Zeit für Treffer Nummer 1 in dieser Partie. Rafael. Ja, die Idee war schön. Der passt dann allerdings für Dams unerreichbar. Auch in der Offensive viele, viele Alternativen. Künftig für Lucien Favre. Luc de Jong sitzt im Moment auf der Bank. Lewandowski nicht im Abseits. Lewandowski. Also wenn ein Spieler in der Bundesliga die Kunst beherrscht, aus vollem Lauf den Ball anzunehmen, auch wenn der Kehlkopf höher kommt, ihn irgendwie zu verarbeiten, sich gegen ein, zwei Gegenspieler durchzusetzen, dann ist es Lewandowski oder andersrum. Wenn er es nicht schafft, dann schafft es keiner. Nichtsdestotrotz natürlich sofort die Instruktionen von Lucien Favre an seine Hintermannschaft. Sokratis durchaus mit Risiko gegen Kruse. Und der ehemalige Freiburger lässt nicht nach, setzt den ehemaligen Bremer unter Druck. Er zwingt den Befreiungsschlag. Balleroberung Gladbach. Tja, und dann hat Reus den zweiten Ball, der auf dem Spielfeld lag, rausgespielt. Deswegen fehlte ihm für einen Sekundenbruchteil die Konzentration. Und als er dann wieder eingreift ins Spielgeschehen, da fabriziert er das Foul und verursacht gegen Kramer den Freistoß für die Borussia. Sie sehen noch mal, da oben der zweite Ball. Reus schaltet kurz ab und dann kommt er den halben Schritt zu spät. Wenn dir das in der Bundesliga passiert und der Freistoß landet im Kasten, dann musst du dir eine Menge anhören. Halblinke Position. Weidenfeller macht Rafael. Arango sitzt auf der Bank, der begnadete Linksfuß. Rafael, also richtig gefährlich wird's nicht. Also gleich der dritte Wechsel bei Borussia Dortmund. Julian Schieber kommt rein, Robert Lewandowski geht raus. Schieber hat sich ja bei Borussia Dortmund empfohlen mit einer sensationellen Leistung bei diesem epischen 4:4 zwischen Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart. Er hat in Dortmund selbst die Ansprüche nicht erfüllen können. Liegt natürlich auch daran, wenn Jürgen Klopp halt im 4-2-3-1 spielt mit einer Spitze und diese Spitze heißt Robert Lewandowski, dann ist der Weg zum Stammspieler für einen Julian Schieber nun mal ganz besonders weit. Er muss immer wieder beißen, muss immer wieder sich zumindest als Alternative ins Gespräch bringen, wenn er dann die Gelegenheit bekommt. So wie jetzt. Younes. Reus. Reus versucht mit dem Tunnel gegen Brauers und kommt nicht durch. Unglücklicher Einstand für Julian Schieber, der sofort mal das Luftloch fabriziert. Yeah.
Sokrates. Schmelzer hat zuletzt in seiner Heimatstadt Magdeburg beim Freundschaftsspiel den BVB als Kapitän aufs Feld führen dürfen. Okay, es war nur ein Freundschaftsspiel, es war nichtsdestotrotz für Marcel Schmelzer mit Sicherheit ein ganz besonderer, ein ganz emotionaler Moment. Hummels. Beklagt sich, weil Schmelzer hier den Freistoß bekommt. Schmelzer hat den Körper zwischen Ball und Gegenspieler geschoben. Wurde dadurch fast schon zwangsläufig abgeräumt. Der Unparteiische an der Linie. Frederik Asmuth stand daneben und gesagt, ja, ja, war trotzdem ein Foul für mich. Dumm. Gehl. Schein. Gehl kommt nicht dran. Brauers erkennt, der Ball landet bei Ter Stegen. Er zieht den Kopf ein. Unterhaltungswert der zweiten Halbzeit bisher arg begrenzt. Knappe Viertelstunde noch zu spielen. Reus. Dom. Flanke kommt abgefälscht, aber sie kommt nicht an. Und Raphael. Jetzt muss es schnell gehen. Kruse. Und Borussia Mönchengladbach bekommt nach Foul von Sokrates gegen Kruse den Freistoß. Der Grieche beschwert sich, wenn er sich die Szene hier noch mal anschaut, dann wird er einräumen müssen, das war ein Freistoß und nichts anderes. Also aus dem Spiel heraus ist bisher wenig passiert. Vielleicht jetzt mal Torgefahr bei ruhendem Ball. Kruse. Zweiter Pfosten, Borussia Dortmund hinten unaufmerksam. Und Gladbach kann kein Kapital draus schlagen. Kein Highlight-Festival in der zweiten Halbzeit. Das Elfmeterschießen rückt näher. Dumm. Muss aufpassen, weil Kruse Weidenfeller zustellt. Ball noch nicht im Aus. Aber der Ball ohnehin in Besitz von Borussia Mönchengladbach. Ter Stegen vor Schieber. Ter Stegen mit der Nachlässigkeit. Und Sebastian Kehl verweigert den Weitschuss, wenn man so will. Ter Stegen weit, weit draußen. Das Tor war leer. Sebastian Kehl, ein Mann mit eigentlich feinem linken Fuß, hätte den Ball ins leere Tor schaufeln können. Stattdessen versucht es Schein. Tückischer Ball, der flattert. Und Ter Stegen kriegt noch soeben die Hand an den Ball und verhindert den Einschlag. Ja, er ist immer mal wieder einer, der für einen Klops gut ist. Denken Sie an das Gegentor beim Länderspiel Deutschland gegen die USA. Ein Gegentor, das er natürlich schnell vergessen möchte. Hier sehen wir nochmal den Schuss von Schein. Der Ball dreht sich überhaupt nicht. Wird deswegen auch schwer berechenbar. Also Ter Stegen hier mit Klasseaktion. Vorher hat er eine Menge Glück gehabt. Kehl hätte den Ball versenken können von der Mitte. Thank you.
Heute Tag 1, morgen der Finaltag beim Telekom Cup. Und wir wissen im Moment noch überhaupt nichts. Wer wird um Platz 3 spielen? Borussia Dortmund oder Borussia Mönchengladbach? Im Moment ist nichts entschieden. Das Ganze gut 10 Minuten vor Ende der Partie. Gleich dann der HSV gegen die Bayern. Jetzt Julian Schieber, schwächbar rechter Fuß. Immerhin holt er den Eckball raus. Guter und wichtiger Einsatz von Philipp Dahms. Und hier nochmal Ter Stegen mit dem Fehler. Schieber setzt nach und dann kommt der Ball. Das sehen wir jetzt nicht mehr zu Kehl. Und das Tor war frei. Hätte der Long-Distance-Treffer für Borussia Dortmund werden können. Seinen Innenverteidiger Martin Stranzl an, hat gesagt, wir müssen wieder klarer werden. Stranzl spielt im Moment keinen Fußball mehr. Das ist etwas, was Lucien Favre am allerwenigsten haben kann. Er hätte ja am liebsten 10 begnadete Techniker mit guten Ideen auf dem Platz, die alles, die jede Situation spielerisch lösen. Er zum Beispiel hier, Younes, hätte das Zeug dazu. Zeigt das hier mal kurz. Auf engstem Raum gegen Dorn. Die Gladbacher wollen den Eckball, sie bekommen ihn nicht. Schieber. Und Lucien Favre macht immer noch keine Anstalten zu wechseln. Offensichtlich seine Devise, ich lasse die Truppe mal mehr oder weniger vielleicht sogar komplett durchspielen. Und morgen ist ja auch noch ein Tag. Und dann werden mit Sicherheit die anderen, die Hermanns, de Jongs, Dominguez, Wenz, Arangos und auch Dahuts ihre Einsätze bekommen. Im Finale oder im Spiel um Platz 3. Nichts Genaues weiß man nicht. Gut 8 Minuten vor Ende dieser Partie. Nuri Sahin unzufrieden. Nuri Sahin ja vielleicht ein Kandidat für ein Elfmeterschießen, das ja hier direkt stattfinden sollte. Sie erinnern sich vielleicht, der Spruch von Nuri Sahin, als er zurückkam zu Borussia Dortmund. Auf jeden Fall hat der BVB jetzt wieder einen guten Elfmeterschützen. Das hat er mit einer Menge Selbstironie gemeint, denn Nuri Sahin hatte sich ja nach einer Saison verabschiedet, in der er vom Elfmeterpunkt mal gar nicht getroffen hat. Jürgen Klopp in einer durchaus schwierigen Phase für ihn. Er will, dass die Mannschaft sich einspielt. Und dann fehlen ausgerechnet die Neuen. Mit Aubameyang, mit Mkhitaryan. Mkhitaryan, dessen Integrationsprozess übrigens, so erzählt man bei Borussia Dortmund, rapide vorangeht. Ist ja ein Sprachtalent, spricht 4 Sprachen, will jetzt auch noch Deutsch lernen und soll an seinem ersten Tag schon Sätze gesagt haben wie: Ich gebe jetzt Schmutzwäsche ab oder dieses Eis hat Erdbeergeschmack. Also man ist voller Hoffnung bei Borussia Dortmund, dass Mkhitaryan ganz schnell auf Deutsch oder in der deutschen Sprache alles versteht. Ins Tor zu lupfen. Er bekommt den Ball nicht richtig hoch. Weidenfeller ahnt das Manöver, bleibt stehen und hält das 0:0 fest. Also beste Möglichkeit in dieser Partie bisher für Borussia Mönchengladbach. Es hätte der goldene Treffer sein können. Nächster Versuch. Younes. Drama.
Kruse. Ganz stark von Younes. Schön durchgesteckt auf Rupp. Findet er den Abnehmer? Er findet ihn nicht. Borussia Mönchengladbach spielt in dieser Schlussphase dieser Partie dann doch schönen Offensivfußball. Natürlich stellen sich viele die Frage, erleben wir die Neuauflage des Champions-League-Finales hier beim Telekom Cup 2013. Voraussetzung wäre, entweder gewinnen die Dortmunder und die Bayern oder sie verlieren beide und treffen sich dann im kleinen Finale morgen früh. Reus. So, nochmal der Hinweis an Sie, liebe Zuschauer. Sie können gewinnen, wenn Sie wissen, welche Mannschaften sich im Champions-League-Finale 2013 gegenüberstanden. A, Bayern und Dortmund oder B, der Hamburger SV und Borussia Mönchengladbach. Rufen Sie an, die 013-79-44-8000 und vielleicht haben Sie am Montag schon mit etwas Glück 10.000 Euro auf Ihrem Konto. Die Schlussphase gehört den Gladbachern. Dams. Mit dem Fehlpass. Reus kann davon nicht profitieren. Wird ja viel gesprochen bei Borussia Dortmund von den hochkarätigen, von den teuren Zugängen, vom teuersten Transfer der Vereinsgeschichte mit Mkhitaryan. Und beim BVB legt man immer wieder großen Wert darauf, zu betonen, dass man auch angesichts der Hochkaräter immer noch eine mehr oder weniger ausgeglichene Transferbilanz hat, wenn man den Wechsel von Perisic in der Winterpause dazu rechnet. Götze weg, Perisic weg. Bittencourt, Leitner und Santana sind gegangen. Und drei wichtige Spieler, von denen man eine Menge hält, sind gekommen. Okay. Dom. Dom, schönes Zusammenspiel mit Hoffmann. Das ist Reus. Und Reus trifft die Latte. Auch Walter Stegen noch die Hand am Ball hatte. Da war dann nochmal der BVB. Schöne Aktion der beiden Youngster auf der rechten Seite. Dom und Hoffmann kombinieren sich durch, bedienen Reus. Und der scheitert an Ter Stegen und am Aluminium. Perfekt vorbereitet. Und dann Reus mit seiner so feinen Schusstechnik. Und das war die entscheidende Ballberührung. Ter Stegen. Und wir schauen noch mal auf die dicke Möglichkeit, die wir auf der anderen Seite gesehen haben durch Raphael. Es war die beste für Borussia Mönchengladbach. In diesem Spiel immer noch ein Chancenplus für Borussia Dortmund in einer insgesamt ausgeglichenen Partie. Noch 90 Sekunden, knapp bis zum Elfmeterschießen. Deswegen, Zielsetzung bei Borussia Mönchengladbach ist klar. Für die nächste Saison der Europapokal, der den Gladbachern so viel Freude bereitet hat mit den Reisen nach Istanbul, Marseille und Rom, der sollte wieder gebucht werden. Der BVB greift natürlich im Regal eine Etage höher. Die Champions League
muss es sein. Weidenfeller. Spielen wird. Wir schauen noch mal hin. Roman Weidenfeller einfach wegdreschen. Er tut's nicht. Dann kommt Raphael und Raphael fällt. Und ich lege mich da nicht fest. Wenn er abgehoben hat, dann hat das clever gemacht. Wenn Roman Weidenfeller ihn berührt hat, dann müssen wir hier natürlich über einen glasklaren Elfmeter nicht sprechen. Ich glaube, er wird getroffen. Also. In der Nachspielzeit, die es dann jetzt doch natürlich gibt, die Möglichkeit für Borussia Mönchengladbach, das Finale zu buchen. Mister Zuverlässig Darms, er verwandelt und der Treffer zählt auch, obwohl einige Mönchengladbacher tief im 16-Meter-Raum waren. Und das bedeutet, die Mannschaft von Lucien Favre bucht durch den dicken Panzer von Roman Weidenfeller in allerletzter Minute das Finale beim Telekom Cup im eigenen Stadion. Klopp ist nicht gekommen, um diesen Pokal unbedingt zu gewinnen, aber so wollte er dann auch nicht ausscheiden. Darms, der absolut zuverlässige Elfmeterschütze, beweist das auch hier. Die Partie ist beendet. Roman Weidenfeller wurde zur tragisch traurigen Figur am Ende dieses Spiels. Borussia Dortmund spielt morgen um Platz 3 und die Herren in Weiß hier auf dem Rasen, die freuen sich auf ein Endspiel. Entweder gegen den FC Bayern oder gegen den HSV. Weidenfeller nachlässig. Und wenn da jetzt hier die Berührung da ist und ich lege mich da nicht fest, dann war es natürlich ein glasklarer Elfmeter. Wie auch immer die Situation, in die sich Weidenfeller gebracht hat, unabhängig davon, ob es ein Foul war oder nicht, in die darf er sich natürlich nicht bringen. Der Keeper von Borussia Dortmund, der so Sensationelles geleistet hat. In der Vorsaison, als er vom Kicker sogar in die Rubrik Weltklasse berufen wurde. Er mit dem Patzer hier am Ende und Borussia Mönchengladbach feiert den 1:0-Sieg über den BVB. Morgen gibt's ein Wiedersehen am späten Nachmittag im Finale des Telekom Cups. Borussia Dortmund spielt nur um Platz 3. Ich gebe runter Florian Bauer mit Lucien Favre. Richtig, der Trainer von Borussia Mönchengladbach. Herzlichen Glückwunsch, der Sieg gegen Borussia Dortmund, den Champions-League-Finalisten. Das war ein richtig intensives, richtig gutes Spiel heute. Ja, es war ein gutes Spiel. Sehr intensiv schon. Sehr interessant. Sie haben immer draußen an der Linie gestanden, haben gesagt, Druck, Ihre Mannschaft soll Druck machen, Druck machen. Ist das Ihre Philosophie für die Saison? Nein. Druck nach vorne, nach Ballverlust. Aber auch, dass wir sollten spielen. Wir haben ein wenig vergessen, die ersten 15 Minuten, 20 Minuten weiter, wie am Anfang, erste Halbzeit zu spielen. Nur lange Bälle, das geht nicht. Wie viel ist dieser Sieg wert, vor allen Dingen, wenn man Ihre neuen Spieler betrachtet, Kruse und vor allen Dingen auch Raphael, die haben sich sehr gut heute schon eingefügt. Ja, es ist ein Freundschaftsspiel, Punkt, aber wie Sie selbst sagen, das war sehr, sehr gut, das Tempo war gut, es waren ein paar sehr, sehr gute Sachen heute zu sehen, ja, und das ist schon gut, 1-0, aber es hat nur 60 Minuten gedauert. Trotzdem freuen wir uns auf Borussia Mönchengladbach als Gastgeber morgen im Finale. Vielen Dank, bis dann. So, die Bayern sind schon da, sie machen sich warm. Wir sehen Manuel Neuer und wir haben Lucien Favre gehört, der ganz so, wie man ihn kennt, natürlich sofort einiges kritisch anzumerken hatte, der Perfektionist auf der Trainerbank von Borussia Mönchengladbach. Das also war das erste Spiel an diesem Tag. Gladbach schlägt Dortmund mit 1:0. Gleich Hamburg gegen Bayern München, aber vorher Matthias Killing. Vielen Dank, Hansi Küpper. Ja, liebe Zuschauer, das geht hier Schlag auf Schlag. Im Hintergrund sehen wir schon Manuel Neuer
macht sich warm, aber als erste Info können wir ihn schon mal vermelden. Tom Starke wird gleich im Tor stehen für den FC Bayern München. Alle Infos dazu gleich. Vorher zum großen Hype. Was ist da los gewesen seit einigen Wochen? Ich meine, der Name Guardiola, der war seit im Prinzip der Verpflichtung in aller Munde. Aber als er dann ankam, Sie haben es wahrscheinlich auch gesehen, da war ein Medieninteresse und ein öffentliches Interesse wie selten zuvor an der Säbener Straße und auch in der Allianz Arena. Christoph Domisch über den Hype um den neuen Bayern-Trainer Pep Guardiola. Er ist der neue Superstar der Bundesliga, Pep Guardiola. Schon bei seiner Vorstellung in München verblüffte er Fans und Journalisten charmant auf Deutsch. Guten Tag und grüß Gott, Damen und Herren. Verzeihen Sie mir mein Deutsch. Ich hoffe, in der nächsten Zeit hier mein Deutschkenntnis zu verbessern. Ein Meister seines Faches, ein Mann, der alles erreicht hat. Beim FC Bayern hat er eine neue Herausforderung, für ihn vielleicht die größte seiner Karriere. Der Hype um seine Person ist gigantisch. Alle wollen Pep. Für die Spieler eine neue Situation. Der Star ist jetzt der Trainer. Doch der gibt sich bescheiden, gar demütig. Ich muss mich in unsere Spiele anpassen. Fußball gehört den Spielern, noch der Trainer. Bis zum ersten Pflichtspiel wird sich dennoch alles um ihn drehen, den Maestro aus Katalonien, Pep Guardiola. Der Mann, auf den hier alle warten, der erste Auftritt vor großer Kulisse, Pep Guardiola. Jürgen Klopp und seine Mannschaft hatten ihren Auftritt 0-1 gegen Borussia Mönchengladbach in der Nachspielzeit per Elfmeter verloren. Was sagt er, der Dortmunder Trainer, bei Flo Bauer? Ja, Jürgen Klopp, 1-0 die Niederlage in der letzten Minute. Wir hatten ein paar Szenen gesehen, wo sie relativ verärgert wirkten an der Seitenlinie. Wie haben Sie dieses Spiel wahrgenommen? Na, viele gute Momente von uns. Ich glaube, deswegen muss schon den einen oder anderen richtig schweren Ball rausholen. Und wir haben uns am Ende ja, so ein 1 festgelegt. Papa spielt Roman aufs falsche Bein. Eigentlich darf man gar nicht mehr zurückspielen, kann gleich wegschlagen. Man macht halt, es passiert, vor allem wenn man so frisch zusammen ist. Ja, und dann kommt es zum Elfmeter. Aber ja, ich habe gemerkt, das ist schwer für die Jungs heute. Ja, das Wetter hat schon, die Wolkendecke hat sich geöffnet. Auf einmal war hier, ja, war es ein bisschen wärmer. Und das bei dem Programm, deshalb war ich draußen ein bisschen aktiver. War das für Sie ein Elfmeter? Keine Ahnung, er ist gepfiffen worden, meiner Meinung nach. Weiß nicht, war es keiner. Das würde er ist, glaube ich, fragwürdig. Dürfen wir uns die Szene vielleicht noch mal angucken? Hier, wir schauen noch mal drauf. Ja, wir wollen nicht so früh in der Saison eine Schiri-Diskussion anfangen. Wie viel ist ein solches Spiel wert, auch für Sie, Ihre Mannschaft schon gut zu ordnen für die Saison? Naja, es gibt ja immer Dinge, die man mitnimmt. Also das ist mit Bremer gar kein Testspiel, weil wir nur trainieren und den ersten Pflichtspiel machen. So, und deshalb geht es darum, wie geht man mit verschiedenen Situationen um. Ich weiß ja, was wir trainiert haben. Ich weiß, was ich davon gesehen habe und was nicht. Ich weiß, wie hoch die Belastung war. Ich weiß dementsprechend, was heute möglich war und was nicht. Und so ordnet man das ein. Also es hat eine maximale Wichtigkeit zu diesem Zeitpunkt, in diesem Moment. Aber hätten wir heute 8-0 gewonnen, hätte es zu wenig Aussagekraft gehabt, wie 1-0 verlieren. Also dementsprechend, wir wissen, dass wir weiterarbeiten müssen, werden das tun. Und dann spielen wir morgen hier nochmal. Und bei noch besserem Wetter, habe ich gehört. Ja, so ist Fußball im Sommer. Anstrengend. Vielen Dank, freuen wir uns auf morgen. Ja, tschüss, Herr Klopp. Ja, soweit also Jürgen Klopp, klar angefressen, obwohl es dann doch nur ein Freundschaftsspiel ist und war. Wir gucken uns diesen letzten Elfmeter nochmal an von Philipp Dahms. Das ist ja der Elfmeterschütze für Borussia Mönchengladbach. Also in der Nachspielzeit sicher verwandelt. Roman Weidenfeller da ohne Chance, ohne Möglichkeit. Und dieses Tor bringt also Borussia Mönchengladbach ins Finale um den Telekom Cup morgen vor heimischer Kulisse. Das ist doch eine richtig schöne Sache für die Fohlen, für die Elf vom Niederrhein. Jetzt ganz kurz die Nachrichten hier bei uns in Sat.1 mit Marc Bartow und dann freue ich mich auf ein Gespräch mit Matthias Sammer. Bis gleich, der Telekom Cup live aus Gladbach.